So, Horst, erzähl du mal was. Ah ja, das ist... Ja, mir ist ja gut, dass er du es nicht... Warte mal, ja, dass wir mal aufgenommen werden. Das ist, das ist jetzt eure neue Presse. Das ist die neue... Ja, das ist die Presse. Und der neue Häcksle. Ja gut, das war der Häcksle und das ist die Presse. Genau. Wie teuer ist sowas? 2000 Euro. 2000 Euro. Und erstmals wurde die in Betrieb genommen? Ja, vor 2 Wochen. Vor 2 Wochen, das erste Mal. Mit Einweisung. Ja. Und so seid ihr zufrieden mit der? Ja, 100 Liter. 100 Liter pro Kälte. Pro Kälte. Pro Kälte, ja. Klasse. Und jetzt wird gerade durchgespült da? Jawohl, das ist ja, die funktioniert ja mit Wasserdruck. Ja, ja. Und muss ja auch wieder raus, das Wasser. Also ihr seid technisch jetzt auf dem neuesten Stand. Ja. Für die Entsorgung zuständig? Wo fährst du das See? Wo wird der See gefahren? Durch der Dresdner? Bio. Bio. So, die Schafe oder was, die fressen das nicht mehr beim Willi? Die, die wollen das nicht mehr. Weil die waren dann betrunken oder was? Ja, das gibt jedes im Bau. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall ist das ein ganz toller Saft von einem alten Apfel und da kann man wunderbar Gelee davor machen. Wer einmal davor Gelee gegessen hat, will nur noch den Gelee essen. Im Fernsehen von der alten Apfelsorte, die sind nicht so faul. Ja, ja, die sind robuster. Die sind robuster. Ja, ja. Die sind robuster. Ja, ja. Robuster. Ja. Du hast ja im Fernsehen gesagt. Ja. Die bewachen die Äpfel, weil die werden geklaut. Ja, ja. Ja. Wir haben die Security aufgestellt. Kommt der rote Rudi auch noch vorbei? Das kann sein. Das kann sein. Rudi leider wie so länger. Ach so, der Leitl. Oder ist er mit so einem Muppe? Oder ein Rudis Ruh. Das könnte auch sitzen. Hallo, hallo. Hast du da gesehen, als Teenie warst du zu sehen letzt? Echt? Wunder. Und zwar der Christian Wedel, der hat mir von der Alt-Cap und da habt ihr da getanzt, gell? Ja. Hast du das nicht gesehen? Doch, doch, ich hab's mir angeguckt, war schön, ja. Ja. Was ich wieder rausgelassen, dass ich eine neue Dreschner neu machen kann. Ja. Mal neu. Das ist der Ballon. Der bläst sich auf, bis der Dresche an die Wand gedrückt ist. Ah ja. Wie viel geht da rein? Also 180 Liter Maische. Boah. Mann. Was Ding? Chin-Chin. Zaubere. Wer macht das? Also es geht Hand in Hand hier. Wer merkt, ihr habt Erfahrung. Das Wasser wird auch zweimal verwendet. Einmal für den Ballon aufzublasen. Mhm. Mit 3 Bar Druck. Und dann wird es hier zum Waschen genommen. Also nachhaltiges Arbeiten ist hier gewährt, gell? Absolut. Sozusagen vom Apfelspüler zum Millionär. Weggemunkelt, Wie viele Liter sind das in so einem, wie nennt man das, nicht Ballon, nicht, was ist das? Beutel, ja. 5 Liter. 5 Liter. Ah, da sieht man das. Das habt ihr schon öfters gemacht. Das macht ihr Hand in Hand. Klasse. Das sind schon die ganzen Jahre, geht so. Ja. Noch die Sorte habt ihr also noch mal sortiert hier.
Ja, die sind zum Verkaufen. Ach so, so. Komm. Das ist doch gut. Keller, die Kippvorrichtung. Ja. Kann man die abkippen und kann den Trichter rausmachen. Ich halte euch mal ein bisschen an. Ja. Nur weil ihr macht das raus. Genau, Kalli, super. Kalli, so ist das richtig. Ganz groß. Wie viel Ohren von 2 drin jetzt? 180 Liter gehen da neu. 180 Liter sind so. 20 Ohren und die kleine Ohren. 20 Ohren gehen da neu. Der richtige Traktor dazu. Das passt genau, kann man direkt beifahren. Der Sack wird jetzt wieder so neu gelegt. Ja. Wird noch innen geschlagen. Dann kommt der Trichter wieder da neu. Ja. Der neue Gehäckselte. Wir haben ein Bit vorbereitet, jetzt geht's los. Und wie viele Liter kriegst du so pro Marsch so? Also 80 Liter. Ja. 70, 80 Liter. Oh ja. Klasse. Pro Kälte. Aldi. Ja. Jetzt eingeschaltet und dann tut die Presse anfangen zu pressen. Ah ja. Ja. Okay, danke. Mit Wasser noch. Damit kommt der Saft. Ja, ein Scherz gewesen. Das Originalsaft. Alles Originalsaft. Alles Original. Als ich in Kartenschließern gekommen bin, habe ich 2 als 5 Liter fassende Gefäße verarbeitet. Das ist jetzt dabei herausgekommen, um die 60 wunderbar schmeckende Apfelkonfitüre. Es gibt also nichts Schöneres wie einen schönen, starken Bohnenkaffee und frische Brötchen und dazu selbstgemachte Konfitüre. Da kann der Winter jetzt kommen.
Ach, eins habe ich noch vergessen. Die Äpfel sind alle durchweg alte Apfelsorten. Und diese Apfelsorten sind im Moment etwas säuerlich, aber in Kombination mit Gelierzucker einfach ein Genuss.